die zweite Rallye in der europäischen H1-Meisterschaft. Und ja, wir sind hier in Polen in Leszny Country und ja, diesmal auch hoffentlich mit richtigen Tabellen. Ja, wir haben Boogie in der ersten Tabelle vorne vor Christi bzw. Christoph Mulchan sind Thomann und auch wieder Oliver Helke bzw. der hier eigentlich auch schon ausgeschieden ist, aber aufgrund dieser Non-Rules-Regelung sind wir natürlich daran gebunden, ihn trotzdem ja, zu werten. Dann in der zweiten Etappe ging es weiter bei ja, etwas ja, feuchten Bedingungen, aber auch dort konnte mal wieder Boogie überzeugen und hat Christoph hier auch geschlagen, gefolgt von ja, Mulchan, der gerade mal 4 Sekunden vor Send ist. Und dann eben Thomann und auch wieder Oliver, der hier eben auch nicht angeraten ist. In Etappe 3, also so langsam bei Dämmerung dann auch wieder, ging es dann weiter. Und ja, dann konnte eben Christoph endlich überzeugen, liegt da 24 Sekunden vor Boogie, gefolgt mal wieder vom Mulchan Send, Nico Thomann und Oliver, aber auch Thomann ist hier dann letztendlich auch schon ausgeschieden. Wir sehen bei Oliver schon 1,5 Stunden auf dem Konto, aber eben, ja, gibt keine Regelung, die sagt nein, dürfen ihn nicht werden lassen. Und von da an ist es halt nun mal so, wie es ist. Im Hintergrund sehen wir übrigens Aufnahmen, ja, des Media-Teams, die hier einen Luncher filmen. Ob Chris oder Send ist, wissen wir aber nicht. Dann die letzte vierte Etappe, wir haben hier recht lange Strecken, deswegen auch gerade mal 4 Etappen, haben wir dann ja noch am Ende gehabt. Und ja, hier haben wir mal wieder Christoph vorne, aber diesmal sind nur noch 4 Sekunden vor Boogie gefolgt. Ja, mal wieder von Mulchan und eben Send. Und auch hier eben Thomann und Oliver Helge schon ganz hinten am Ende gewinnt die Rallye Boogie vor Christoph.